Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Plugin-Vorstellung. Ich stelle heute das Easy Fireworks Plugin vor. Da kann man dann einfach ein Feuerwerk auf einem Server machen, also Bucket-Server. Ich zeige jetzt zuerst die Installation und danach den In-Game-Teil. So, jetzt öffnen wir erstmal unseren Server-Ordner und den Ordner Plugins. Da ist jetzt noch gar nichts drin. Da müssen wir einfach diese Datei hier downloaden. Der Link ist in der Beschreibung. Ja. Dann ziehen wir einfach diese Datei hier rein und gehen hier wieder zurück und starten den Server einfach mal. So, jetzt dauert das kurz. Jetzt wird das Plugin erstmal installiert. Und hier sieht man es auch schon. Loading Easy Fireworks. So, jetzt ist er eigentlich. Ja, das war's jetzt mit der Installation. Ja. Und jetzt gehen wir mal in Minecraft rein. Hier gehen wir wieder auf unseren Server. Dauert jetzt kurz. Gut, jetzt sind wir hier auf unserem Server. Jetzt gehen wir /fw ein. Dann sehen wir hier alle Kommandos, dass dieses Plugin hat. Das sind nicht arg viele, weil es ein sehr kleines Plugin ist. Und ja, jetzt muss ich kurz weg und wir sehen uns nach einem kleinen Cut wieder. Bis gleich. So, weiter geht's. Jetzt fangen wir an. Jetzt machen wir /fw give dann unser Name. So, jetzt geht's los. Die Zahl, wie viele wir wollen, wir machen jetzt mal 200. Dann die Farbe. Es gibt 6 verschiedene Farben. Gelb, Blau, Grün, Rot, Schwarz und Weiß. Jetzt gebe ich mir mal eine gelbe Rakete, das geht so. Bei Color einfach Y für Yellow. Die ganzen Farben stehen auch noch mal auf der Webseite, wo der Link in der Beschreibung ist. Wenn wir jetzt noch eine Farbe dazu haben wollen, geben wir Minus und dann zum Beispiel G für Grün. So, jetzt haben wir die Farben ausgewählt, wo wir möchten, und jetzt kommen die Effekte. Es gibt 5 Effekte. Und ja, da gibt es ein N für normaler Ball, also ein kleiner Feuerwerksball, B für Big Ball, C für einen Creeperkopf, S für einen Stern und X für einen Burst, aber das sieht nicht so schön aus. Also, jetzt gebe ich mir mal diese Raketen, wo ich hier jetzt habe, mit einem Creeperkopf. Da muss ich jetzt hier einfach noch C eingeben. Jetzt gibt es noch die Power. Es gibt Power 0, 1, 2 und 3. 0 explodiert gleich am Boden, 1 ist normal hoch, 2 ist high und 3 ist very high. Ich nehme jetzt mal die Power 1. So. Dann bestätigen wir das Ganze und ja, ich habe keine Permissions. Gut, dann mache ich mich kurz OP. Speichern. So. Ein Reload. Ach so, ja, stimmt. Dann mache ich hier Reload. Reload complete. So, und jetzt das Ganze nochmal bestätigen. Geht es nicht mit Reload? Okay, dann starte ich den Server nochmal neu.
Oder OP. So, jetzt bin ich OP. Gut. So, jetzt habe ich 200 Raketen. Hier mit Flugdauer 1, Creeper-förmig. Und die Fahrten, ja, stehen jetzt nicht so dran. Aber gut, jetzt mache ich hier Rechtsklick. Man sieht hier, dass es Creeper-Köpfe gibt. Was? So, Game Mode 1 und hier schöne Creeper-Köpfe. Gut, und so kann man sich halt seine eigenen Raketen zusammenstellen und dann schönes Feuerwerk machen. So, jetzt lösche ich die alle mal und mach nochmal, also Schmeichtrag. So. Jetzt gebe ich mir mal slash fw. Gift, Arme, Love und dann random. Ach ja, und noch die Zahl dazwischen, wie viel? Mal 20. Jetzt habe ich 20 Raketen. Aber so kann man sich irgendwelche Raketen geben. Und ja, einfach random. Immer was anderes. So, jetzt gibt es noch was Cooles. Dann dazu nehme ich mir einen Spender und ein paar Redstone-Sachen. Und baue mir hier was Kleines auf. So. So, wenn ich jetzt auf den Spender mit meinem Kreuz drauf gehe, also drauf gucke, und slash fw und dann fill up eingebe. Okay, dann muss ich immer von oben drauf gucken. Dann sind da jetzt ganz viele Raketen drin. Und dann kommt hier einfach immer ein zufälliges Feuerwerk. Also es sind alles unterschiedliche Raketen und ja, wenn man slash fw fill up macht. Und dieser Dispenser geht niemals leer, weil denn der wird immer wieder nachgefüllt. Die sind jetzt 63 und jetzt wieder 64. Also dieser Dispenser geht niemals leer. Und das war's auch schon mit diesem Plugin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.